mit Straßentheater zeigen, was hier die Situation ist. Ich möchte dazu unsere Initiativen kurz vorstellen. Das ist natürlich, ich spreche für das Aktionsbündnis 100 Stoppen. Dann macht die Initiative Carla Pappel aus Altreptow mit. Einer von Carla Pappel steht neben mir, wird er gleich was dazu sagen. Die Initiative Meerspray versenken ist mit dabei. Und natürlich Mieterinnen und Mieter aus der Bermannstraße und auch andere Aktive. Robin Hood habe ich noch vergessen. Sind zwar jetzt mehr bei der Energiewende-Demo aktiv, aber machen bei uns im Bündnis auch mit. So, ich gebe mal kurz an Hertha. Hallo, freuen uns, dass ihr da seid, auch wenn das Wetter schlecht ist. Wir haben es anders bestellt gehabt. Vielleicht vom Ablauf. Erst gibt es hier ein Theater und eine Einführung in den Komplex A100 mit den Häusern. Und dann machen wir ein weiteres Theater, aber auch eine Einführung zu dem, warum wir als Mietinitiative in Altreptow uns sozusagen versuchen, mit anderen zu organisieren gegen den Abriss dieser Häuser. Und gebe das jetzt einfach wieder zurück, weil es wird noch viele Worte vielleicht heute geben. Ja genau, wir haben ja gemerkt, dass 100 und Mietenproblematik ganz eng miteinander zusammenhängen und das wollen wir heute demonstrieren. Ja, ich bin Tobias Trommer, ich bin vom Aktionsbündnis 100 Stoppen und eigentlich hat die Bermannstraße ja alles auf einmal, was sich viele in Berlin wünschen. Sie ist in direkter Nähe zur S-Bahn, hat ein Einkaufszentrum direkt vor der Haustür, ist trotzdem relativ ruhig gelegen und nach hinten hinaus ist alles grün und man blickt für viele sogar womöglich auf ihren eigenen Garten. Die befinden sich nämlich hinter den Häusern. Viele Bewohnerinnen und Bewohner leben schon lange hier und kennen sich. Trotzdem sind die Wohnungen sehr günstig. Alteingesessene Mieterinnen und Mieter zahlen eine Kaltmiete von durchschnittlich 4,20 Euro pro Quadratmeter. Man sieht, der Mieter ist da auch sehr begeistert davon, er ist ganz relaxed. Und in der Nachbarschaft werden solche Wohnungen dagegen immer knapper und teurer. 2009 kam für die Bewohnerin der Schock, dass die Stadtautobahn 100 mitten durch ihre Wohnung führen soll und 4 Häuser abgerissen werden sollen. Ja, also den Mieter kann es noch nicht so richtig beeindrucken, aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Nach den massiven Protesten und 2500 Einwohnwendungen gegen die fehlerhafte Autobahnplanung kippten jedoch beide Regierungsparteien der damaligen rot-roten Koalition den Autobahnbeschluss auf ihren Landesparteitagen und begannen wieder Hoffnung zu schöpfen. Sie dachten, dass die politischen Entscheider mittlerweile klüger geworden sind als in den 60er Jahren, wo der Westteil der Stadt ein Kiez nach dem anderen durch die Autobahn zerschnitten wurde. Der Schutz vor Lärm und Abgasen hatte man damals nicht berücksichtigt. Nun leben dort nur noch die Menschen an der Autobahn, die es sich nicht leisten können, wegzuziehen. Das sind Menschen mit geringem Einkommen oder geringen Renten oder Erwerbslose. 2010 zeigte Bürgermeister Klaus Wowereit, wo ist er, sein wahres Gesicht als Erfüllungsgehilfe der Baulobby. Er ließ noch einmal über die 100 abstimmen, Frau Richter brauchen wir noch nicht, geht mal ein bisschen davor zu dem Mieter. Ja, Baulobby schiebt mal den Wowereit zu dem Mieter bitte hin, ja. Oh, Mieter. Genau, und jetzt nach vorne gucken, ja? Ihr müsst nach vorne gucken, super. So, schieb den mal richtig hin. Mieter, du musst auch ein bisschen dich jetzt bedroht fühlen. Ja. Immer noch zu locker. Ja, Robert, du musst mal auch ein bisschen ins Bild gucken, ja? Genau, da vorne. Mieter, leg dich mal bitte ins Bett. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn man sich so schön gewöhnt hat hier an das Wohnen und so schön eingerichtet hat und so. Ja. So, Wowereit, dann geh mal ein bisschen zu dem Mieter und zeig ihm mal, stell dich mal bitte dahin. Ja.
So, und Bauer, du kannst ja schon mal seine Schippe da ansetzen an den Meter. Und bleib mal so, du wirst ja hier an der Autobahn geraten. Genau. So, setzte also Wohlbereit setzte seine SPD noch einmal unter Druck und ließ einfach nochmal über die Autobahn abstimmen und erreichte so eine hauchdünne Mehrheit für die Autobahn. Und das halten wir definitiv ganz klar für faule Politik. In Neukölln wurden für die geplante Autobahnverlängerung bereits über 300 Gärten, Kleingärten und damit mehr als 12 Hektar Stadtnatur und unwiederbringlich zerstört. Das ist schon schlimm genug. Doch hier in der Beermannstraße sollen erstmals nach der Wiedervereinigung Wohnhäuser abgerissen werden und Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben werden. Dies ist jedoch nur der Auftakt. Sollte die Stadtautobahn weiter durch Friesheim hin zur Frankfurter Allee und Stockauer Straße sich fressen, sind unzählige weitere Mieter betroffen und sogar denkmalgeschützte Gebäude werden zerstört. Auch Gewerbe und Clubs werden verdrängt. Zum Rausschmeißen der Mieterin schob Wohlbereit die Senatsverwaltung vor. Wohlbereit, du musst jetzt mal die Senatsverwaltung vorschieben. Genau. Und eine Frau Richter wurde mit der Aufgabe betreut, den Mietern und Mieterinnen zu kündigen. Die angebotenen Wohnungen sind aber meist kleiner, aber teurer, weit entfernt von diesem Kiez und haben oft eine schlechtere Ausstattung. Die Mieter müssen sich innerhalb weniger Tage für solch eine Wohnung entscheiden, ansonsten ist auch diese weg. Statt eine angemessene Entschädigung zu zahlen, die die Mietdifferenz für die nächsten Jahre ausgleicht, werden den Mietern lediglich die Umzugskosten erstattet. In Anbetracht dessen, dass die 3,2 Kilometer Autobahn von Neukölln bis Treptow mittlerweile über 500 Millionen Euro kosten sollen, ist das der blanke Hohn. Die Angst, aus dem eigenen Kiez und damit aus dem sozialen Umfeld verdrängt zu werden, sowie der Druck des Berliner Senats, sich in kürzester Zeit für eine nicht angemessene Ersatzwohnung zu entscheiden zu müssen, lässt die Mieterinnen und Mieter hier in der Beermannstraße seit Monaten nicht mehr ruhig schlafen. Ja, genau. Wir des Aktionsbündnis 100 Stoppen fordern den Stopp des drohenden Abrisses dieser Wohnhäuser und des schon begonnenen Baus der 100 nach Treptow. Ein klares Signal der Politik, dass weitere Abschnitte nicht mehr geplant werden und aus dem Bundesverkehrswegeplan gestrichen werden. Statt, wie von den Planern behauptet, die Kieze vom Verkehr zu entlasten, wird durch die Stadtautobahn mehr Verkehr erzeugt und in die angrenzenden Wohngebiete geleitet. Der bereits vorhandene Autobahnring zeigt eindeutig, dass die vom Senat behaupteten Effekte wie verkehrliche Entlastung der Innenstadt und Schaffung von Arbeitsplätzen so nicht realistisch sind. Außerdem ist dort zu beobachten, wie die Autobahn die Kitze zerschneidet und die Lebensqualität durch Lärm, Abgase und Feinstaub verschlechtert. Selbst nach der Verkehrsprognose des Berliner Senats für 2025 fahren die Berlinerinnen zunehmend mehr Rad oder nutzen den ÖPNV und verzichten immer mehr aufs Auto. Wir brauchen daher auch in Berlin einen Paradigmenwechsel weg von der autogerechten Stadtplanung der 60er Jahre hin zu einer nachhaltigen Planung in Einklang mit Mensch und Umwelt, wie sie in anderen Großstädten bereits praktiziert wird. Wir fordern ganz klar, hopp, 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 100 Stopp. Und jetzt mal alle, hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Hopp. Okay, wir müssen noch üben, wir haben noch einen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, 100 stoppen. Der Irrsinn ist nicht zu toppen, 100 stoppen. Okay, heute wird es nicht so richtig was, dank Regen und so. So, das war erstmal unsere kleine Vorstellung. Dann würde ich doch Carla Pappel bitten, dass ihr weitermacht. Ihr werdet ja euren Fokus vor allen Dingen auch noch weiter auf die Mietproblematik legen. Genau.